Herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Heute werden wir ein wenig gegen Günther Jauch antreten. Oder so naht. Ja, okay. Nicht Günther Jauch. Denn Günther Jauch hat ja keine Glatze. Gegen Pyro wollen wir heute einen Rematch machen. Jeden Dienstag hält er sich hier auf. Und zwar auf seiner alten Heimat, der Zinnoberinsel. Oder? Ja, es ist die Zinnoberinsel. Und zwar jeden Dienstag. Egal zu welcher Uhrzeit. Aber unser Match, den können wir auch am Dienstag machen, und zwar zwischen 10 und 20 Uhr. Die Nummer haben wir jetzt mal registriert. Und wir rufen nochmal direkt an, damit wir auch unser Match ordern. So. Wir haben ja 12.17 Uhr, also von daher sollte es eigentlich klappen. Hey! Trittst du gegen mich an? Die einfachste Frage, die ein Quizmaster stellen kann. Wir fliegen mal direkt nach Safronia City und hol mal auch dann schnell meinen Mantax in mein Team, denn das wird mir wahrscheinlich im Kampf eine, ja okay, kleine Hilfe sein. Sagen wir mal so. Unser Mantax ist auch am Anfang des Feldes, also direkt als erster im Team. Ich hoffe, dass wir keinen Fehler damit machen, denn ich weiß doch wie bei unserem Vorgänger Sabrina nicht, was für Pokémon unser Pyro alles in Kampf schicken wird. Aber das werden wir jetzt herausfinden. So. Das ist Pyro. Warum Günther Jauch? Ganz einfach. Quizmaster. Und zwar, wer sich erinnern kann, hat er mal eine Arena gehabt, wo man Fragen beantworten musste. Wenn man die Frage falsch beantwortet hat, bekommt man einen Kampf spendiert und jetzt geht unser Toxin daneben. Das ist blöd. Aber das soll mir recht sein, dass er uns einschläfern will, denn, Leute, unser Mantax ist ein Sleeptalker. Ich dachte schon, wir werden paralysiert. Aber ein Sleeptalker ist klar, es kann Schlafrede und ihr wisst ja, was Schlafrede für Fähigkeiten hat. Unser Pokémon kann den Schlaf angreifen. Das werden wir jetzt auch mal einsetzen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie oft, also wie viele Runden wir schlafen werden. Das war jetzt gerade ein Fail gewesen. Blöd, aber was willst du machen? Ja. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Runden das Mantag schlafen will. Das, ja, wir sind so direkt aufgewacht. Scheiße, aber Alter, ich krieg schon wieder eine E-Mail. Blöd. Ich sollte das wohl lieber ausschalten. Aber ich lasse es. Wir machen jetzt mal direkt Erholung. Wir sagen, wir tun es einfach mal so, wir stallen ihn aus. Bei Erholung schlafen wir immer zwei Runden. Deshalb zweimal Schlafrede ist drin. Das wollte uns wieder einschläfern mit Gena, aber das wäre sowas von scheißegal gewesen. Wir machen einfach mal nochmal Schlafrede und hoffen auf einen Surfer. Scheiße. Wird das Kurtel wohl qualvoll durch Gift sterben müssen. Ja, ja. Mantax ist ja auch etwas wie eine Wall aufgebaut, ja. Also, das muss halt Erholung, Schlafrede, Surfer und Toxin. Wobei, es ist eigentlich ganz gut, das Set. Ich mag es. Ich hab mir einfach Mantax gefangen und ist dann so das Moveset beigebracht und ist so trainiert. Jetzt kommt der Surfer mal schauen, wie es absieht. Obwohl ich möchte es gerne wieder vergiften. Oder? Ach, wieso haben wir es nicht sofort besiegt? Arschloch. Mann. Ich Arschloch. So, jetzt müsste es eigentlich auch stehen. Wir bleiben mal einfach drin. Mal schauen, was reinkommt. Mechcargo, ja klar. Locker. Mechcargo könnte es aber auch gefährlich werden, weil Mechcargo ist ein Gesteins-Pokémon. Kann Mantax mit seinen Flugtypen etwas in die Quere kommen, sind aber zum Glück schneller. Machen Surfer und machen es mit einem Vierfachschaden hoffentlich down, weil ist klar, Gestein und Feuer beides haben eine Wasserschwäche. So, damit hätten wir die ersten beiden Pokémon von unserem Quizmaster Pyro besiegt und jetzt kommt das dritte Pokémon, ein Magbrand. Oh, 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 das ist etwas gefährlicher. Das wird auf jeden Fall vergiftet, aber sowas von. Oh nein, es kann Donnerblitz. Level 62, scheiße. Ich überlege echt, zu Mammute zu tauschen.
Immerhin hat Toxin getroffen. Aber aufgrund der Tatsache, dass unser Mantax jetzt ein Pinch ist, also dass das rote KP jetzt hat, haben wir es nicht mehr. Aber es kann immer noch eine andere Attacke außer Donnerblitz einsetzen, aber ich werde es riskieren und zu Mamutl tauschen, um den Donnerblitz abzufangen. Ich hoffe, ich habe jetzt ein Overpredict gemacht. Jawohl! Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses Mamutl wirklich schneller ist als ein Magbrand auf Level 62. Tatsächlich. Ja, leck mir am Arsch. Erdbeben trifft es hart. Step-Bonus. Der Gift wird wohl auch einen großen Faktor gespielt haben. Der Magbrand ist down und damit hätte, denke ich, das gefährlichste Pokémon von ihm beseitigt. Ich erwarte jetzt nichts Schlimmeres, aber ich kann mich auch täuschen. Denn auch ein Galopper kann uns ziemlich das Leben schwer machen. Wir tun einfach mal unser Rampager reinschmeißen und gucken. Wir schauen einfach mal, ob wir überhaupt mit unserem Nosering ein bisschen Schaden machen können. Ansonsten werde ich es als Death Fodder oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, benutzen, um meinen Mantax zu heilen. Wir machen einfach mal Schlitzer und gucken, ob wir überhaupt durchkommen, denn Flammenblitz kann uns killen. Weil jedes Galopper hat Flammenblitz drauf. Das ist eigentlich schon Pflicht, die Attacke. Aber wir überleben. Und machen Schlitzer. Und machen leider keinen Crit. Wir heilen unser Mantax. Obwohl, ich könnte jetzt einfach direkt draufhauen mit Schlitzer, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Galopper sich auch heilen wird. Beziehungsweise Pyro gibt ihnen einen Top-Genesung oder so eine Art. Aber genau das habe ich gedacht, das macht es nicht. Viel Ender besiegt unser Rampager locker. So. Jetzt hauen wir mal schnell unser Doom rein und besiegen es schnell mit einem gefährlichen Fensteraura. Ein Glück, dass unser Hund etwas schneller ist als das schnellste Pferd, das Pokémon hier gesehen hat. So. Jetzt kommt Kamerupt rein. Da kann Mantax wieder rein geschmissen werden. Obwohl, wir müssen auf Steinhagel oder Steinkante aufpassen. Aber wir wollen es immerhin vergiften. Das ist unser Hauptziel jetzt. Das haben wir jetzt mit erfüllt. Obwohl, ich glaube, ein Surfer könnte es locker besiegen. Na, okay, jetzt nicht mehr. Sonntag tut Feuer, Wasserattacken etwas schwächen. Natürlich die Feuerattacken noch etwas stärker machen. Blöd, dass ich meinen Rex Blizzard nicht mitgenommen habe. Naja, aber was willst du machen gegen Pyro? Außer, dass du damit den Sonntag unterbrechen tust und Hagelalarm aufrufen tust. Jetzt kommt ein Motorrad angefahren. Ich glaube, man hat es gehört. Das Solarstrahl, der zieht nicht viel ab bei einem Nicht-Step-Move, ist klar. Und schon wieder nie mehr, das gibt's ja nicht. Ja, Kamerupp wird sich bestimmt heilen, aber komm, Surfer. Ich habe langsam keinen Bock mehr. So. Schau mich schon auf den nächsten Kampf. Wird gegen Blau sein wahrscheinlich. Müsste, ja genau, müsste gegen Blau sein, das wird episch. Weil Blau ist eh schon super, super cooler Typ. Und seine Pokémon sind auch wahrlich ganz, ganz nett. Oh man, ich sehe schon voraus, wie ich so abgehen werde. Aber wer weiß, ich habe noch nie ein V-Match gemacht gegen den. Ich habe Leute, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt V-Matches gegen die Arena-Leute hier mache, ne? Außer ein paar Ausnahmen halt, aber gegen Blau und vor allem gegen Pyro habe ich noch nie gebattelt. Und jetzt kommt Hundemon. Ha, da werden wir mal einen Kampf der beiden Hundemons machen. Mal schauen, wer stärker ist. Meins oder seins. Epic Battle. Ich hoffe, das wird als YouTube-Thumbnail genommen. Ich mag dieses Bild. Wir tun uns mal erstmal boosten mit Ränkeschmied. Könnte nützlich sein. Ich glaube, das macht der Gegner, oder? Nein, es greift direkt mit Feuer. Ey, wie dumm.
Ja, das ist schon scheiße, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Hundemon auch Feuerfänger hat. Es greift wirklich mit Flammenwurf an. Als ob meins auch nicht Feuerfänger drauf hätte. Das hat das gegnerische Hundemon hat es doch bestimmt auch. Was hat er den Salat? Es flincht durch Finsteraura und noch einmal. Ja, okay. Das beweist, dass mein Hundemon der Boss ist. Ich liebe dieses Pokémon einfach. Jawohl, noch Volltreffer. Ja, damit hätten wir auch Pyro besiegt und damit bleibt uns noch ein einziger Arenaleiter übrig. Wie gesagt, es ist blau. Nein, der ist nicht blau, sondern so heißt er. Oder blue. Ja. Oh Mann, Clarin, was willst du? Willst du wieder sagen, dass dein Vater von so einem Pokémon abgeschossen wurde oder so? Ja. Krabi. Nee, danke. Ich hab nicht meinen, oder? Nee, keine Ahnung. Also wie gesagt, bis zum nächsten Part, Leute. Wo wir dann einen hoffentlich epischen Kampf gegen unseren Vorbild. Gary. Nee, Quatsch, blau. Scheiße, ich hab schon den Fehler gemacht, ihn Gary zu nennen. Dabei ist. Nee, danke. Haut rein, Leute.